Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9,5, heute mit mir. Ich bin Nina und bin 15 Jahre alt, komme aus Hamburg und was ich als Hobby mache, das ist Social Media. Und heute wollen wir einfach mal einen Blick hinter die Kulissen wagen. Also ganz viel Spaß und wie ich in meinen YouTube-Videos immer sage, let's go! Nina ist auch Influencerin und was das genau bedeutet, das will ich heute mal herausfinden. Also, let's go! Doch wartet mal! Was heißt Influencer? Es kommt vom Englischen to influence, das heißt beeinflussen. Influencer können die, die ihnen folgen, ihre Follower, also beeinflussen, denn sie sind Stars in den sozialen Netzwerken. Viele von ihnen machen für Dinge Werbung und können damit eine Menge Geld verdienen. Für jeden Geschmack gibt es den passenden Influencer oder die passende Influencerin. Aber zurück zu Nina. Die heißt auf Social Media Niniflash und ihr folgen mehrere hunderttausend Menschen. Bei Nina geht's um Vlogs, Klamotten, Hacks, aber zum Beispiel auch um ihr Zeugnis. Ganz viele haben nach meinem Zeugnis gefragt, was habe ich für einen Durchschnitt, was habe ich so in den einzelnen Fächern. Und da bietet sich natürlich ein YouTube-Video wunderbar an. Ich bin heute mit Nina verabredet. Ich sollte 3 Outfits mitbringen und bin gespannt, was wir damit vorhaben. Meine Outfits habe ich dabei. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Wir drehen heute nämlich als erstes ein Lookbook. Was heißt denn genau Lookbook? Lookbook, das ist ein Video, wo wir ganz viele verschiedene Outfits in einem Video anziehen und damit so Leute inspirieren, coole Outfit-Kombis einfach mal auszuprobieren. Okay, dann hoffe ich, dass meine Outfit-Kombis auch wirklich cool genug sind. Bestimmt. Das Ganze drehen wir in Ninas Studio, das früher mal das Gästezimmer war. Für das perfekte Licht hat Nina ganz viele Lampen. Ruckzuck ist alles aufgebaut. Wow, krass! Ja, hier stehe ich dann immer und drehe alles. Und jetzt geht's für uns auch schon los. Wir suchen nur noch einen Hintergrund aus, der farblich auch zu unseren Outfits passt. So, dann packen wir jetzt hier das Handy einmal rein. Oh ja, ich finde das Blau sieht wieder richtig schön aus. Nina bereitet ihre Videos immer ganz genau vor. Auch diesmal hat sie schon einen Plan im Kopf. Also ich habe mir so überlegt, ich hüpfe quasi hoch und in dem Moment, immer wenn man hochhüpft, macht man genau, wenn man oben ist, macht man immer so, dass es gecuttet wird. Klingt kompliziert, genau. Zumindest für mich. Ist aber auch mein erstes TikTok-Video. Zum Glück fängt Nina an. Ja, das war gut. Und jetzt bist du quasi dran. Bring am besten bei 1 schon hoch. Ich soll bei 1 schon hochbringen? Ja. Ah, dann musst du noch ein Stück früher loshüpfen. Okay, hüpfen ist nicht unbedingt meine Kernkompetenz. Ich brauche ganze 9 Anläufe, bis der erste Take sitzt. Ja. Ja! Insgesamt sind wir 1,5 Stunden mit dem Video beschäftigt. Liegt vor allem an mir. Nina ist da sonst doppelt so schnell. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber unser Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Juhu, Chip-Check! Yeah. Du postest schon jeden Tag auf irgendeiner Plattform etwas, oder? Ja, habe ich mir so angewöhnt. Das heißt, wie viele Stunden am Tag bist du damit beschäftigt? Finde ich schwierig, weil man halt mal im einen Tag mehr dreht. Dann dreht man auch direkt mal 2, 3 Lookbooks hintereinander. Und dann gibt es aber auch die Tage, wo ich wirklich mal nur weniger mache und mal vielleicht nur 1 Stunde oder so dann unterwegs bin, dann auch so mit den Followern so ein bisschen in den Kommentaren interagiere. Wie bekommst du denn dann noch die Schule mit unter einen Hut? Ich bin der absolute Planungsmensch, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe alles in irgendwelchen To-Do-Listen, sei es irgendwie im Handy abgespeichert oder im Kopf. Irgendwo steht das auf To-Do-Listen. Und dadurch geht es eigentlich ganz gut, weil man dann wirklich guckt, okay, ich sehe, ich habe jetzt viele Klassenarbeiten, ich kann nicht so viel für Social Media machen. Wie hoch ist denn eigentlich der Druck, dann auch immer gut auszusehen? Weil ich meine, Instagram zeigt ja schon immer so eine perfekte Welt. Ich würde sagen, bei mir absolut gar nicht. Manchmal filme ich mich mit dem größten Vogelnest auf dem Kopf beim Homeschooling, wenn ich absolut noch gar nicht fertig gemacht bin, weil ich mir denke, jeder sieht morgens so aus, keiner wacht morgens auf mit den perfekten Locken, dem perfekten Teint irgendwie. Das gibt's einfach nicht und deshalb finde ich es auch wichtig, das irgendwie so zu zeigen. Weil Nina so viele Menschen folgen, wollen viele Unternehmen mit ihr zusammenarbeiten, also Kooperationen machen. Manchmal macht Nina dann zum Beispiel Werbung für Dinge, die sie selbst gut findet. Ich habe einen 20% Rabattcode für euch. An Ninas Seite ist immer ihr Papa Frank.
Besonders bei Kooperationen besprechen sie alles gemeinsam. Das sollten wir aber lassen. Okay, ich gucke aber auch nochmal drüber. Kannst du gerne machen, aber weiß ich nicht. Ich denke, das ist einfach zu zeitaufwendig. Und wie viele Kooperationen hast du jetzt? Also wie viel Werbung machst du? Ich möchte nur Kooperationen machen, wenn ich wirklich sage, das ist cool, da habe ich Spaß dran, das umzusetzen. Das wird auch eine coole Sache. Und deshalb findet man eben relativ wenig Werbung, weil ich eben auch jetzt nicht alle Leute damit Werbung zuballern möchte. Wie verdient man denn jetzt eigentlich genau mit solchen Kooperationen Geld? Also es ist unterschiedlich. Man kriegt dann, wie gesagt, diese Anfragen. Manchmal ist es so, dann bekommt man eben Geld dafür. Manchmal bekommt man aber auch im Gegenzug einfach nur ein paar Klamotten oder andere Sachen. Also es ist unterschiedlich. Aber es ist ja eigentlich ganz schön, um sich so ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen, oder? Auf jeden Fall. Da Nina schon 15 ist, darf sie mit Social Media ein wenig Geld verdienen. Wenn viel jüngere Kinder zu Social Media Stars werden, stecken meist die Eltern dahinter. Sie wollen ihre Kinder online der ganzen Welt zeigen. Dabei sind die noch viel zu jung, um selbst zu entscheiden, ob sie so öffentlich auftreten wollen. Einige Eltern verdienen mit den Social-Media-Auftritten ihrer Kinder auch Geld. Manchmal so viel, dass einige sogar schon ihre Jobs aufgegeben haben und sich nur noch um die Social-Media-Kanäle ihrer Kinder kümmern. Expertinnen und Experten sagen, Kinder sollten nicht für das Einkommen einer Familie zuständig sein. Das ist nämlich nicht nur sehr viel Druck, sondern auch Kinderarbeit, sobald Geld damit verdient wird. Kinderarbeit ist in Deutschland eigentlich verboten und nur in wenigen Fällen unter strengen Auflagen erlaubt. Leider wird bisher bei Kinderinfluencerinnen und Influencern noch nicht so streng darauf geachtet. Bei Influencerin Nina gibt's auch Regeln in Sachen Social Media. Das müsste man nochmal hinterfragen, ne? Die wichtigste Regel ist, es soll nur das gepostet werden, was man sich in 15 oder 20 Jahren anschaut und sagt, okay, die Klamotten, die wir hatten, die waren vielleicht ein bisschen doof. Und man würde eben dann immer noch sagen, okay, so würde man es heute immer noch posten. Und damit einhergehend ist eigentlich die zweite Regel, dass Nina nur dann was postet, wenn Papa oder Mama drüber geguckt haben. Ne? Ja. So ist es eigentlich, ja. Am Wochenende macht Nina oft Fotoshootings mit ihrem Papa. Gemeinsam suchen sie immer nach dem perfekten Ort und natürlich dem besten Licht. Worauf achtest du jetzt, wenn du Nina fotografierst? Also als allererstes achte ich darauf, dass das Gesicht gut beleuchtet ist. Und das zweite natürlich, dass die Fotos, die wir machen, unverfänglich sind. Also sprich, nicht, dass man irgendwie sagen kann, na, zu freizügig oder irgendwas, weil man muss immer bedenken, sie ist 15. Aber sie gibt dir auch schon ganz gut Anweisungen, wie du das so zu machen ja, hast, ne? Ja, das tut sie, definitiv. Sie ist die Chefin. Sie ist die Chefin hier. Auch die Bilder von heute sehen online dann bald Zehntausende bis Hunderttausende Menschen. Kommen denn da auch manchmal blöde Kommentare? Ja, ich denke, das hat jeder bekommen, der irgendwie mal ein Bild irgendwie gepostet hat. Und natürlich bekommt man da mal blöde Kommentare. Aber da habe ich mich auch ganz viel mit meinen Eltern drüber unterhalten. Und es ist einfach so, dass ich das, was ich mache, gut finde. Ich nehme auch nur Bilder, auf denen ich finde, dass ich da gut getroffen bin. Und da ist es dann so, wenn jemand schreibt, ich bin hässlich, dann ist es diese Meinung von dem. Ist zwar keine nette Meinung, klar, aber dann ist es so. Das Influencer-Leben kann also auch Probleme bergen und ist tatsächlich ganz schön viel Arbeit. Aber es macht auch einfach mega viel Spaß. Wenn ihr Bock aufs Influencen habt, hätten Nina und ich im Netz auf www.neuneinhalb.de ein paar Tipps für euch. Sag mal, möchtest du denn später eigentlich auch hauptberuflich als Influencerin arbeiten? Nein, tatsächlich nicht. Ich möchte gerne mal Medizin studieren bzw. ins Medizinische reingehen, in den medizinischen Bereich. Cool, also was ganz anderes. Ja, ich denke, man kann das irgendwie bestimmt ganz cool kombinieren so miteinander. Wie sieht das denn eigentlich bei euch aus? Hättet ihr auch Lust dazu, Influencerin oder Influencer zu sein? Schreibt uns das doch mal auf www.neuneinhalb.de, da würden wir uns freuen, oder? Auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.